Einen schönen Nachmittag, frühen Abend im Klangraum Krems Minoritenkirche. Willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2021. Quer durch die Welt, empathisch, analog, digital. Drei junge Schriftstellerinnen und Schriftsteller, drei Bücher, die auf Reiseerfahrungen gründen und die sich mit dem Reisen beschäftigen. Dabei erschließt sich die Welt einer Generation, die ihr Verhältnis zu Mobilität, Informiertheit, Vernetzung, Interkulturalität, letztendlich zu Gerechtigkeit und Freiheit neu zu definieren versucht. Durch die Veranstaltung werden sie führen Viktoria Strobel und Irene Zanol. Sie sind beide neu in unserem Moderatorenteam. Hallo, schönen guten Abend. Beide sind, in dem Fall kann ich es wirklich sagen, junge Literaturwissenschaftlerinnen. Sie betreiben gemeinsam einen unabhängigen Literaturpodcast auf Buchfühlung. Auf den bin ich gestoßen und den kann ich Ihnen nur wärmstens ans Herz legen. Irene Zanol arbeitet am Brenner-Archiv der Universität Innsbruck. Viktoria Strobel lebt als Texterin und Content-Gestalterin in Wien. Beide sind online für die Europäischen Literaturtage seit Beginn, seit der Eröffnungsveranstaltung. Sie schreiben nämlich die Daily Blogs, das Tagebuch zu den einzelnen Veranstaltungen der Europäischen Literaturtage. Sie können all Ihre Einträge nachlesen auf unserer Website literaturhauseuropa.eu. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Danke für die einleitenden Worte und überhaupt für die Einladung hierher nach Krems. Viktoria und ich freuen uns sehr, dass wir diesen Büchertalk heute moderieren dürfen. Was erwartet Sie, was erwartet uns heute Abend? Wir sprechen, wie Sie schon gehört haben, unter dem Motto Quer durch die Welt, empathisch, analog, digital, mit Elisa Joie-Dusapin, mit Lana Bastasic und mit Robert Brosser, die in dieser Reihenfolge zu uns auf die Bühne kommen werden. Die beiden Autorinnen und den Autor und ihre Texte verbindet, wie wir noch sehen werden im Laufe des Abends, nicht nur das Reisen ganz generell, sondern auch viele Themen, die damit in Zusammenhang stehen. Für das Gespräch mit Elisa dürfen wir gleich auch eine Übersetzerin hier bei uns auf der Bühne begrüßen. Der Text wird dann, Sie kennen das ja schon, nachher auf Deutsch projiziert. Lana versteht sehr gut Deutsch, wir dürfen also Ihr Buch auf Deutsch vorstellen, aber switchen dann bei den Fragen ins Englische. Und mit Robert Brosser werden wir uns auf Deutsch unterhalten. Also so viel zu den Sprachen heute Abend. Wir sind sicher, das klappt sehr gut und Sie können uns hoffentlich alle folgen. Ansonsten gibt es ja die Möglichkeit mit den Headsets, auf die ich nochmal gerne hinweisen würde. Aber begrüßen wir zunächst mit einem ganz herzlichen Applaus Elisa Joie-Dusapin bei uns auf der Bühne. Liebe Elisa, wir haben heute die große Freude, dir zu gratulieren. Vor wenigen Tagen ist Winter in Sokcho mit dem National Book Award for Translated Literature ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Wie fühlt es sich an, heute diesen Preis für sich gewonnen zu haben wissen? Danke vielmals und guten Abend. Ich verstehe Deutsch ganz gut, aber sprechen ist ein bisschen schwieriger. Also danke für Verständnis, wenn ich auf Französisch dann rede. Mm-hmm. C'était une surprise absolue pour moi de recevoir ce prix américain pour mon premier roman qui date d'il y a quelques années maintenant. Et je suis particulièrement émue parce que je l'ai écrit quand j'avais entre 17 et 21 ans et maintenant j'en ai 29, donc j'ai écrit d'autres livres entre-temps et je vois un peu le chemin qui a été parcouru. Ça me ramène à une période où j'écrivais donc ce texte, mais sans avoir du tout l'intention de publier, ni même de devenir auteur, et surtout pas de vivre de l'écriture. Donc voilà, c'est une reconnaissance qui me touche particulièrement. Et aussi parce que c'est un thème qui parle
de toutes les cultures qui m'habitent, de toutes les langues aussi qui m'habitent, et ça fait beaucoup de sens pour moi aussi intimement. Für mich war das eine sehr große Überraschung, diesen Preis zu erhalten. Ich war auch sehr berührt und sehr bewegt darüber, denn dieses Buch, das war mein erstes Buch, das habe ich geschrieben, als ich zwischen 17 und 21 Jahre alt war. Jetzt bin ich 29 Jahre alt und habe in der Zwischenzeit auch andere Bücher geschrieben. Es war also für mich eine große Überraschung und ich war sehr bewegt, diesen Preis zu erhalten. Ich habe in diesem Buch über verschiedene Themen gesprochen, auch über das Reisen, Themen, die mich noch immer sehr bewegen und die ich heute auch mit Ihnen hier teilen will. Ja, eben Gespräche über Winter in Sokcho müssen so ein bisschen wie eine Reise in die Vergangenheit für dich sein, Elisa. Du warst eben, wie du gesagt hast, 17 Jahre, als du den Roman geschrieben hast. Wo ging deine Reise als Schriftstellerin seither hin und wie hat sich das Verhältnis zu deinem Erstlingswerk in den letzten Jahren verändert? En fait, pour moi, le voyage, ça a jamais été un but en soi. Et par contre, c'est vrai que j'ai fait, je pense, plusieurs fois le tour du monde, mais un peu par hasard à chaque fois, c'était parce que j'ai de la famille qui vit aux quatre coins du monde, j'ai grandi entre l'Europe, la Corée du Sud, j'ai aussi habité aux États-Unis. Et je crois que c'est vraiment à chaque fois le fait d'être dans un autre endroit qui m'a fait réaliser des aspects qui me touchaient de l'endroit que j'avais quitté, en fait. Et je ne peux écrire que dans la distance. C'est aussi quelque chose qui est toujours plus évident pour moi. Reisen war für mich nie ein Zweck an und für sich, ein Ziel an und für sich. Ich bin sehr viel gereist an alle Ecken der Welt. Ich habe Familie in den verschiedensten Teilen der Welt, in Europa, in Südkorea. Ich habe auch in den Vereinigten Staaten gelebt. Aber das Reisen an und für sich war nie der Zweck für mich. Es war eher so, dass wenn ich dann dort war, mir Dinge bewusst geworden sind von den Orten, die ich verlassen habe. Also ich schreibe dann sozusagen in der Distanz auch zu den Orten, zu denen ich mich befinde. Et, je crois que avant tout pour moi, au-delà de la question du voyage, c'est plus la question de frontières qui est importante pour moi, parce que depuis que je suis toute petite, j'ai vraiment l'impression d'avoir toujours été à la frontière entre les langues, à la frontière entre les cultures, à la frontière même de ma propre famille, et aussi, je crois, la frontière entre soi et soi-même. Et ça, ce sont des thématiques que j'ai vraiment essayé de rassembler dans ce premier roman, Hiver à Sokcho, comme dans le but d'essayer de créer un pont, en fait, entre toutes ces questions-là. Es ging mir, wie gesagt, nie um das Reisen. Was mich mehr fasziniert, was mich mehr interessiert, sind die Grenzen. Ich habe immer in grenznahen Bereichen gewohnt. Was mich interessiert hat, das waren die Grenzen zwischen den Kulturen, die Grenzen zwischen den Sprachen, die Grenzen auch zwischen dem Ich und einem Selbst, also dem Ich. Diese Grenzen habe ich auch hier in meinem Buch Hiver à Sokcho, also Winter in Sokcho, behandelt. Und es ging mir darum, vor allem Brücken zu bauen. Das war für mich ein sehr wichtiges Thema. Et juste pour terminer du coup cette réponse, je crois que cette question de frontière, elle se manifeste même au niveau de l'écriture, parce que je ne peux écrire qu'en français, mais dans tous mes romans, mes personnages parlent beaucoup de langues, sauf le français. Donc ça crée une distance avec mon outil de travail, la langue française, comme une tension qui fait que les personnages communiquent entre eux, mais la langue, c'est jamais le premier vecteur de compréhension. Ich möchte noch etwas hinzufügen, um Ihre Frage zu beantworten. Ich schreibe ja ausschließlich in Französisch, aber meine Personen in den Büchern sprechen nicht Französisch.
Und das ist so etwas wie eine Distanz zu meinem Arbeitswerkzeug. Es schafft sozusagen auch eine gewisse Spannung. Und die Sprache ist niemals ein Vektor, ein Träger, ein Vehikel, sondern ist, die Personen sprechen immer und kommunizieren auf andere Art und Weise miteinander. Ja, dann darf ich ganz kurz ein bisschen was über den Roman erzählen, ihn Ihnen kurz vorstellen. Elisa Choir du Sabon nimmt uns in ihrem Roman, das ist jetzt schon durchgeklungen, Winter in Sokcho, auch der Titel verrät es schon, mit auf eine Reise ins winterliche Südkorea, in eine kleine, heruntergekommene Pension an die Ostküste des Japanischen Meeres. Hierher verirrt sich in den Wintermonaten kaum eine Touristin, kaum ein Tourist. An der Hand der Protagonistin, einer jungen Südkoreanerin, die in der Pension arbeitet, und an der Hand des Protagonisten, dem französischen Gast Caron, einem Comiczeichner, lernen wir die Küstenstadt kennen, spazieren bis an die Grenze zu Nordkorea, auf einen von Mythen umrankten Berg und entlang der Küsten und Strände von Sokcho. Die Sprache passt sich dabei dem Szenario ganz wundervoll an, sie ist präzise und klar, und so wie das Nebensächliche in Sokcho unter Schnee begraben ist, kehren auch die Sätze nur das Wesentliche heraus. Auch wenn wir im Buch an keinem Moment Südkorea verlassen, ist da eine Sehnsucht nach der Weite zu spüren. Vielleicht liegt es an der polyglotten Protagonistin, vielleicht auch an der Tatsache, dass es sich beim Handlungsort des Romans eben um eine Pension handelt mit internationalen Gästen. Elisa, wer sind denn die Reisenden in deinem Roman? Was für eine Art von Reisende sind sie? Und wie verhalten sich Sokcho und seine Einwohnerinnen und Einwohner zu ihnen? Dans ce roman, il est effectivement en fait beaucoup de questions du voyage, mais j'ai l'impression que c'est plus un voyage en creux, dans le sens où c'est comme si les personnages voyageaient dans une grande solitude par rapport à eux-mêmes, comme s'ils avaient besoin, à travers le déplacement, de chercher une part d'eux-mêmes quelque part, et que au fond le lieu ne compte pas beaucoup. Le personnage de l'auteur de bande dessinée qui vient à Sokcho, il vient là pour chercher l'inspiration pour son dernier roman, et en fait il s'intéresse très peu au lieu dans lequel il est. Et la deuxième protagoniste, la jeune fille qui est franco-coréenne mais qui ne connaît pas du tout l'Europe, à part à travers la littérature, elle voit en lui justement tout cet espace, tout ce continent qui lui est étranger. Et en fait, il lui demande de la guider un peu dans ce lieu pour qu'il puisse mieux l'appréhender. Et en même temps, elle ressent vraiment comme une forme d'indifférence qu'il a. Et elle développe une espèce de colère aussi dans ce rapport que lui a à son pays. Et elle, finalement, elle aimerait échapper à cette Corée parce qu'elle est elle ressent le poids des injonctions de la société contemporaine de manière très forte en Corée, le poids sur la question de l'apparence, le statut des femmes aussi dans la société là-bas. Mais elle ne peut pas, elle, voyager justement, parce qu'elle doit rester auprès de sa mère, qui est poissonnière, et le système coréen fait que c'est les enfants qui doivent vraiment prendre soin des parents jusqu'à leur mort. Et comme cette mère et cette fille sont toutes seules, cette fille ne peut pas quitter cette Corée. Et c'est vraiment grâce à la littérature que, d'une certaine manière, elle voyage, mais en fait, ce ne sont que des projections et du fantasme. Es ist richtig, dass sehr viel über das Reisen gesprochen wird, aber es ist eigentlich eine Reise ins Leere, eine Reise in der Einsamkeit. Die Protagonisten beziehen sich sehr wenig auf den Ort. Der eine Protagonist, der Comiczeichner, der französische Comiczeichner, sucht Inspiration an diesem Ort und interessiert sich eigentlich wenig für den Ort selbst.
die zweite Protagonistin, eine junge französisch-koreanische Studentin, die dort arbeitet in dieser Pension, sieht zu ihm, in ihm zuerst eine Beziehung zu dem Kontinent, den sie nicht kennt, zu Europa. Sie kennt Europa nur von der Literatur her, sie war noch nicht dort und sie sieht in ihm jetzt einen Anknüpfungspunkt zu diesem, zu Europa. Er sucht sie, ihm etwas zu zeigen von der Stadt, vom Land. Sie merkt aber, dass er eigentlich sehr gleichgültig ist. Und diese Gleichgültigkeit macht sie dann auch sehr wütend. Sie würde sehr gerne das Land verlassen, nach Europa gehen, aber das ist für sie eigentlich unmöglich. Sie ärgert sich über, oder ist verärgert über sehr, und betroffen über sehr viele Situationen, die es in ihrem Land gibt, über die Lage im Land, über die Stellung der Frau in diesem Land und würde gerne weg. Das kann sie aber nicht, weil es nach der Tradition notwendig ist, dass sich die junge Generation um ihre Eltern, also dass sie sich um ihre Mutter kümmert, und aus diesem Grund kann sie auch nicht das Land verlassen. Und für sie ist ein großer Bezugspunkt die Literatur, also ein Bezugspunkt zu Europa die Literatur, und sie kennt Europa eigentlich nur aus der Literatur. Elisa, du lebst in der Schweiz, deine Mutter ist Koreanerin, dein Vater ist Franzose. Du selbst bist zwischen diesen geografischen Punkten unterwegs, nicht nur zwischen diesen beiden geografischen Punkten, aber nach einem sechsmonatigen Aufenthalt in New York, du hast das eh gerade vorher angesprochen, als Writer in Residence, habe ich gelesen, warst du zum ersten Mal in deinem Leben nicht ständig mit der Frage nach deiner Identität konfrontiert. Die Frage nach Identität ist aber gerade in deinem Werk besonders präsent. Was reizt dich an diesem Thema? C'est vrai que je m'aperçois que vraiment, surtout dans mon premier roman, peut-être le deuxième aussi, qui parle de la communauté des Coréens du Japon suite à la diaspora après la guerre de Corée, que cette question de l'identité, elle était vraiment lancinante pour moi, surtout à l'adolescence, quand à l'âge de 13 ans, pour la première fois, j'ai découvert le territoire géographique de la Corée du Sud, alors que jusqu'à ce moment-là, je ne connaissais de ce pays uniquement la langue et la nourriture qu'on mangeait à la maison, et puis les traditions culturelles, des cérémonies, des choses comme ça. Mais à partir du moment où j'ai été sur place, je me suis aperçue que, à la fois, j'étais toujours l'étrangère en Europe, donc l'asiatique en Europe, et en fait en Asie, l'occidental. Et pour moi, l'écriture, c'était surtout l'écriture de ce premier roman, Hiver à Sokcho. J'ai créé cette jeune femme qui est franco-coréenne, mais comme un miroir inversé, un peu, de moi. Comme une forme de revanche sur toutes les fois où on m'a fait me sentir si étrangère dans un pays où en fait je me sentais parfaitement intégrée de moi-même. Et l'expérience de vie aux États-Unis, elle a été marquante pour moi parce que j'avais l'impression que pour la première fois, il y avait un endroit au monde où, en fait, cette question d'identité, elle était plus si importante parce que j'étais simplement, de toute façon, une étrangère aux États-Unis. Et en plus, à New York, qui est une ville tellement cosmopolite, c'est comme si j'étais déchargée d'un poids qui me permettait d'être présente au monde de manière plus absolue, je dirais. Et aujourd'hui, mon rapport à cette question de l'identité, je crois qu'il se fait aussi toujours plus léger parce que je vois que, en fait, cette question de savoir où je suis chez moi, à quelle culture j'appartiens, elle est moins importante que de voir que successivement, ce sont mes livres qui deviennent comme une part de moi-même. Et c'est à travers les livres que je me sens réellement appartenir à une forme de, je sais pas, d'identité, qui est plus littéraire du coup que géographique et culturelle. Ich habe mich schon
immer sehr stark für diese Frage interessiert, beginnen natürlich auch von den Koreakriegen, von der Situation auch mit Japan. Also ich habe mich schon sehr stark für diese Thematik interessiert. Ich war mit 13 das erste Mal geografisch in Korea selbst. Vorher kannte ich Korea durch Südkorea durch die Sprache und durch das Essen. Es war aber so, dass ich in Asien oft angesehen wurde als die Westliche und in hier in Europa als die Asiatin. Obwohl ich mich selbst perfekt integriert fühlte und perfekt hier zu Hause fühlte. Erst durch das Schreiben, durch das Buch Winter in Sokcho, habe ich so etwas wie einen Spiegel, einen umgekehrten Spiegel von mir selbst gegeben. Und dann ein sehr prägendes Ereignis und ein sehr einschneidendes Ereignis war mein Aufenthalt in New York, in den Vereinigten Staaten. Das hat mich sehr stark geprägt, denn dort war ich einfach die Ausländerin unter allen anderen auch. Und New York ist eine dermaßen kosmopolitische Stadt, dass irgendwie eine große Last auch von mir abgefallen ist. Es ist so etwas, als wäre eine große Last von mir abgefallen. Und jetzt sehe ich es vielmehr so, dass ich über meine Bücher, über mein Schreiben zu meiner Identität gefunden habe. Also meine Identität ist nicht eine geografische oder kulturelle Identität, sondern eine Identität, die über meine Bücher und über mein Schreiben besteht. Dürfen wir dich an dieser Stelle, liebe Elisa, bitten, aus deinem Werk zu lesen für uns? Alors je vais lire deux assez courts passages qui sont relativement au milieu du roman. Le premier, c'est une scène où la narratrice accompagne l'auteur de bande dessinée à la frontière de la Corée du Nord. Et je précise juste que c'est une narratrice qui n'a pas de prénom dans le livre. Et c'est un peu comme si c'était une voix qui cherche à exister, qui cherche à trouver son corps. Elle a un rapport au corps qui est très compliqué, on verra aussi après dans le deuxième extrait surtout, qui lui est une scène où elle est avec sa mère et une scène de repas. Voilà. Ich werde zwei kurze Passagen aus dem Buch vorlesen. Und zwar, das sind circa aus der Mitte des Buches. Die erste Passage bezieht sich auf einen Teil, wo die Erzählerin den französischen Comicautor zur nordkoreanischen Grenze begleitet. Ich möchte da auch sagen, dass die Erzählerin keinen Namen hat in dem Buch, sondern sie spricht sehr viel mehr über das, was sie erzählt. Also es ist jetzt kein Name. Es geht dann auch um ihre Beziehung zu ihrem Körper. Das ist dann in der zweiten Passage. Aber zunächst einmal werde ich aus der ersten Passage vorlesen. Le vent rabattait les nuages sur le bitume. Déclin du jour. De chaque côté de la route, des carcasses de villages. Carton, plastique, tôle bleue. La province de Gangwon avait été oubliée de l'urbanisation du pays après la guerre. J'ai demandé à Kéran d'accélérer, sans quoi nous arriverions trop tard pour la visite. Je lui traduisais les panneaux indicateurs. Au moment de monter dans la voiture, je lui avais donné les clés. Je détestais conduire, n'avais jamais eu l'intention de le faire pour lui. Il s'en était réjoui. Au poste de contrôle des véhicules, un militaire, plus jeune que moi, nous a fait remplir des papiers. Dans un haut-parleur, les consignes, en boucle. Interdiction de photographier, interdiction de filmer, interdiction de s'écarter du parcours balisé, interdiction de hausser la voix, interdiction de rire. J'ai rendu les papiers au garçon. Il a salué la nation et le grillage s'est ouvert sur le No Man's Land. Du beige et du gris, à perte de vue. Roseaux, marécages, un arbre parfois. Il fallait rouler 2 kilomètres pour atteindre l'observatoire.
Un convoi armé nous a escortés avant de bifurquer. Nous étions seuls sur la route. Elle s'est mise à serpenter entre des fosses remplies de neige. Soudain, Kéran a enfoncé son pied sur le frein, me projetant contre le pare-brise. J'ai cru qu'elle traversait, a-t-il soufflé, les mains serrées sur le volant. Sur le rebord de la route, une femme, courbée sous une veste rose. Kéran lui a fait signe qu'elle pouvait traverser. Elle n'a pas bougé, les mains croisées dans le dos. Il a redémarré avec prudence. Dans le rétroviseur, je l'ai vu avancer sur nos traces. Elle nous a suivis du regard jusqu'à ce que nous disparissions dans un virage. Le chauffage asséchait ma gorge. Sur le parking de l'observatoire, le vent a fait claquer nos manteaux contre nos jambes. Une odeur d'huile froide se dégageait d'une caravane à toc. Kéran a enfoncé les mains dans ses poches. Son carnet dépassait de celle de droite. Nous avons gravi la colline jusqu'à l'observatoire, une rangée de jumelles. Pour 500 won, il était possible d'observer la Corée du Nord. J'ai glissé une pièce. Le givre collait nos paupières sur le pourtour en métal. À droite, l'océan. À gauche, la barrière de montagne. Devant, le brouillard. Nous ne pouvions pas en espérer plus par ce temps. Nous sommes redescendus sur le parking. La vendeuse de fritures parlait avec la femme croisée plus tôt. Sitôt qu'elle m'a reconnue, elle s'est pendue à ma gorge pour caresser ma joue d'une main rêche. Je me suis libérée brusquement. Elle a couiné. J'ai saisi le bras de Kéran. Il m'a entouré les épaules avec calme. Qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'on est des enfants de Dieu. Elle me trouve jolie. La vendeuse m'a désigné un beignet qui flottait dans la casserole. En infiltrant ses pores, l'huile expulsait l'air par petites bulles. J'ai fait non de la tête, sans énergie. L'autre gémissait encore. Kéran m'a attiré à la voiture. Une fois à l'intérieur, j'ai calé mes jambes contre la ventilation, frotté mes mains entre mes cuisses. Je ne me réchauffais pas. Nous avons pris la direction du musée. C'était la fin de l'après-midi. Je n'avais rien mangé depuis la veille. J'ai grignoté, miette par miette, un chocopaille dont l'emballage pourpre avait explosé au fond de mon sac. « Vous êtes venu quand la dernière fois ?» a demandé Kéran. « C'est la première fois. »« Vous n'êtes jamais venu, je veux dire, par solidarité ?» Pleurer derrière ses jumelles, quelle solidarité. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Seuls les touristes viennent ici. Kéran n'a plus fait de commentaires. À l'entrée du musée, dans un box aseptisé, un visage de femme a approché son orifice buccal du micro. 5,000 won. Pour deux personnes, ai-je demandé. Les yeux globuleux se sont relevés avec lenteur. Yes, for two people. Kéran a remercié et j'ai ravalé l'humiliation qu'on ne m'ait pas répondu dans ma langue face à lui. Le parcours nous a été indiqué d'une main de latex. Tout était trop grand, froid, vide. Le claquement de nos chaussures résonnait sur les dalles de marbre. Kéran déambulait, mains dans les poches, l'air détaché. Il a fini par s'arrêter devant un présentoir de casques en cuir et m'a demandé de lui traduire un écriteau. Il résumait le conflit qui avait opposé dès 1950 les deux Corées, soutenu au nord par les Soviétiques et la Chine, au sud par les États-Unis et l'ONU, jusqu'à la signature de l'armistice le 27 juillet 1953 et la création de cette frontière sur le 38e parallèle, la plus militarisée au monde, au milieu d'un no man's land de 238 km de long, 4 de large. En 3 ans, 2 à 4 millions de morts, civils et militaires confondus. Aucun traité de paix n'avait jamais été signé. Kéran m'écoutait avec concentration, tête baissée, une main sur le front pour retenir ses cheveux. Quant à moi, la seule vitrine qui avait retenu mon attention renfermait des chaussures d'écoliers du Nord et des chocopailles à l'emballage bleu. Si la séparation n'avait pas eu lieu, j'aurais mangé un chocopaille à l'emballage bleu, non pourpre. Ceux de la vitrine étaient-ils originaux ? Y avait-il encore un gâteau à l'intérieur ? Où les avait-on fabriqués pour le musée ? J'ai regardé l'heure sur mon téléphone. Le bout de mon doigt avait blanchi.
Je l'ai palpé sans rien ressentir. 10 minutes plus tard, le sang ne revenait pas. Je l'ai signalé à Kéron. Il a pris ma main dans la sienne, chaude, et dit que ce n'était pas normal que j'aie si froid. J'avais toujours froid. Il a secoué la tête, mis ma main dans sa poche. La dernière salle du musée reconstituait un camp de militaires. Au fond de la pièce, des statues d'hommes en cire couchés sur de la paille. La salle faisait également office de boutique à souvenirs. On pouvait acheter des alcools de Pyongyang, des dessins d'enfants, des badges à l'effigie des dictateurs du Nord. Derrière un comptoir, un mannequin de femme regardait devant lui dans un uniforme gris. Je m'en suis approchée. Battement de paupières. C'était vivant, une vendeuse. J'ai tenté de saisir son regard, ni mouvement de lèvres, ni haussement de sourcils. J'ai dit à Kéran que je voulais m'en aller. Au retour, nous sommes restés silencieux. Sous le martèlement de la pluie, la mer se redressait en épines d'oursin. Kéran conduisait de la main gauche, l'autre sur la boîte à vitesse, frôlant mon genou. Ses gants posés sur le carnet entre nous, restes d'encre, ombrageaient ses ongles. Troublée, je veillais à rester près de la portière. L'inclinaison du siège rendait ma position inconfortable. Ce soir-là encore, je l'ai épié par sa porte entrouverte. Il semblait plus vieux, courbé à son bureau. Il avait griffonné un buste de femme cambrée, seins nus, pieds à demi cachés par la courbe d'une fesse. Elle se roulait sur un futon. Il a tracé un parquet, les détails du futon, comme pour l'éviter, elle. Mais son corps, son visage réclamaient la vie. Le décor au crayon terminé, il a pris la plume pour lui donner des yeux. La femme s'est assise, droite, les cheveux tirés en arrière. Le menton attendait sa bouche. La respiration de Kéran s'est accélérée au rythme de son coup de plume, jusqu'à ce que sur la feuille, des dents très blanches explosent de rire. Une voix trop basse pour une femme. Kéran a fait couler toute l'encre du pot. La femme a titubé encore, cherché à crier, mais le noir s'est glissé entre ses lèvres, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Haben wir Zeit für die zweite oder noch nicht? Vielleicht ist möglicherweise, ja. Ja. Vielen Dank für diese Lesung mit einem Blick auf die Uhr. Wir haben heute noch zwei Autorinnen da. Vielen Dank, Elisa. Merci, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke auch an Sie fürs Dolmetschen. Und an der Stelle möchte ich noch den Übersetzer erwähnen, weil wir das ja in guter Tradition hier immer machen, den Übersetzer des Romans. Das ist Andreas Jandl. Es wird schon umgebaut. Da rede ich einfach weiter. Es ist Andreas Jandl und der Roman ist bei Blumenbar im Aufbau Verlag erschienen. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das Sie sehr gut auf die nächsten Monate, auf den bevorstehenden Winter einstimmen wird. Also nochmals eine ganz große Empfehlung. Und als nächstes dürfen wir Lana Bastasic bei uns auf der Bühne begrüßen. Ja. Everything that could go bad. And thank you for inviting me. And I wish I could just stay here and listen to Elisa talk for another 30 minutes about anything. I could listen to her talk about fishing or whatever. Whatever. It was so really, really nice to hear you. Ja, Lanas Roman führt uns als nächstes hinunter in den Kaninchenbau, wie es in einem der literarischen Referenztexte von Fang den Hasen in Alice im Wunderland heißt. Es handelt sich um den Debütroman der Autorin, der 2018 in Belgrad erschienen ist und seit 2021 in der deutschen Übersetzung von Rebecca Zeinsinger im S. Fischer Verlag vorliegt. Wir begrüßen einerseits die Autorin, andererseits aber heute auch die Übersetzerin, die im Publikum sitzt. Herzlich willkommen. Lana, so great to have you here. You were born in Zagreb, raised in Bosnia. You spent a few years living in Barcelona. You are now living in Belgrade, is that right? Yeah. You have traveled a lot and you have lived in so many countries and languages. In your opinion, what is the connection between traveling and writing?
Well, it's quite a question. It's hard to answer, and I could really relate to also what Elisa was saying about this idea of identity, mm-hmm. having to do more with not so much with borders, but with things that you take mm-hmm. on the journey. For me, it was very important to leave Bosnia, and I was in Barcelona for 7 years, and that's actually where I wrote the novel, mm-hmm. And I needed to go because the distance gave me a point of view which was not bitter. I felt at some point if I stay in Bosnia, mm-hmm. I will become angry, and I can see that things are not changing, they're not getting better. The same men, crazy men, are still doing the same shit. Sorry, but there's no better word for what they're doing. So I felt like I need to go and I need to get this distance to be able to look back. But then it was also interesting to see what happens to my language when you take your language away with you. In its natural habitat, it keeps changing and developing, but the language that you took is the language from before, from your childhood, from your memories, from your family. So all of this was useful to explore in the book. Mm-hmm. Yeah. Ja, das Buch nimmt uns mit auf eine Reise, auf einen Roadtrip durch den Balkan mit dem Zielort Wien. Es wird aus der Sicht von Sarah erzählt, die vor 12 Jahren von Banja Luka nach Dublin umgezogen ist und dort nach langer, kompletter Funkstille einen Anruf von ihrer früher sehr engen Freundin Leila bekommt, die sie auffordert, schnell nach Mostar zu kommen und mit ihr von dort nach Wien zu reisen. In Wien würde Armin leben, Leilas Bruder, der Anfang der 90er Jahre, als Jugoslawien im Krieg und Terror auseinanderbrach, wie viele andere auch, spurlos aus der Heimatstadt verschwunden ist. Das ist die Ausgangssituation eines geschickt komponierten und sehr anspielungsreichen Romans über Freundschaft und über das Aufwachsen zweier völlig unterschiedlicher Frauenfiguren in einer von Männern geprägten Welt. Es ist nicht in erster Linie die Geschichte des Zerfalls Jugoslawiens, der Krieg findet nur in Andeutungen Eingang in den Roman, sondern vor allem ist Fang den Hasen ein Roman über die Frage nach der eigenen Identität und dem, was sie bedroht, wenn ein Riss durch einen Vielvölkerstaat geht und seine Bewohnerinnen und Bewohner auseinanderdividiert. Sarah und Leila sind in ihrer Kindheit und Jugend unzertrennlich gewesen, doch dann trennt sie die Tatsache, dass Sarah Bosnien eben verlassen und sich ein neues großstädtisches Leben in Dublin aufgebaut hat, während Leila auch nach dem Krieg geblieben ist, in einem Restaurant in Mostar in traditioneller Kleidung Touristinnen und Touristen ihr Essen serviert und eben ganz weit weg ist von dem europäisierten Leben ihrer Freundin. Lana, like Sarah, you have lived abroad for a long time and you mentioned it before, it does something with your voice. How has being separated from your home country changed your literary voice? Well, I mean, in many ways, I think we still have a lot of problems in the literary scene in the Balkans, and especially the literatures created in what used to be called Serbo-Croatian. It's that now we have seen these extreme nationalizations of these separate fields. They're becoming more and more separate. This common cultural sphere is being cut off, again, by people who don't really care about culture in any way, but use it for their own ends. And it is still very much, literature is still seen very much as something for the old wise men to do. We are still really, really backwards. So for me, it was very important to leave that kind of very toxic environment, really. I mean, I could talk here for hours about all the things that I've experienced as a woman writer there, but I don't want to victimize myself. I don't like that position. But it was important to leave and to see that things can be done differently, that literature
does not have borders. Literature is not Serbia or Croatia or Bosnia or Montenegro. It's everywhere. It transcends these borders. It transcends the name we give to languages, the name we give to countries, nationalities. And that I realized I want to be a part of a bigger dialogue of this whole big conversation instead of being instrumentalized by some local nationalists. So in this way, it was quite refreshing to be somewhere else. Mm. Yeah. Lana, would you be so kind and read a passage from your book? Yes, I'm really sorry. We've been having some technical issues, so I've been told that we don't have the German translation, which I'm really sad because Rebecca Zeinsinger, who's here, did a wonderful job translating the book. So I hope you don't mind that there's only English tonight. Yeah. So this is, just to give a bit of context, this is it's a road trip, as you were saying, and here my two protagonists, one is a Bosniak, a Bosnian Muslim, and the other one is a Bosnian Serb. They are in Jajce, and Jajce is quite important in the history of Yugoslavia because that is a little town in Bosnia where Yugoslavia was founded when the Second World War ended and the region was freed of fascism. There is still a museum there that you can visit where the anti-fascist declaration of the peoples of Yugoslavia was signed, and my two characters go to this museum. That night, in the warm, broad bed of Mrs. Knežević, I dreamed of a sunny day and a field, a botanical miracle, as if from a Japanese commercial. Layla and I were sitting at a big wooden desk in the middle of the field, cutting dresses out of fashion magazines. I was trying to cut down the edges, but kept dropping the scissors, mutilating tiny two-dimensional women. The landscape stretched infinitely. There wasn't a hill or a house in sight, only the field and our desk. In the dream, I had peacefully accepted that this was all, that nothing else existed. I didn't need more. All of Mrs. Knežević's ducks had gathered around us, ceramic, plush, plastic, completely motionless, but with lively eyes moving left and right. They followed everything we were doing. I was angry with Layla in the dream, but I don't know why. I wanted to shout in our language to give myself away in front of those ducks, but couldn't utter a single word. Her hair was black, and her eyes, like that day on the island. She opened a big tote bag and pulled a tiny raven out. He was small, quivering, as if my face scared him. He made himself small in Layla's hands, horrified by my presence. She looked at me worryingly and opened her mouth as if to ask me something, and then I woke up. I was alone in the bed. It suddenly crossed my mind that she had run away from me, headed for Vienna on foot. I had forgiven her all the silliness in the 2 seconds it took me to flee the room and realize she was in the bathroom. My own fear surprised me. A part of me wanted to get rid of her, throw her out of the car window onto the dirt road like an empty can. But the other part of me feared her absence. She was no longer just Layla. Now she was Armin too, and Vienna. In the end of the story, I wasn't ready to give all that up. I only wanted to get back in the Astra and keep moving. Having said goodbye to Mrs. Knežević, who had wiped her hands on her purple apron in order to give me a big hug, we went to the Avnoj Museum, as I had promised. It was cold there, in that silly, mute meeting with its empty chairs. Layla trailed her fingertips over the wooden benches and chairs, chipped blue nail polish, a white bun on top of her head like a sleeping polar animal. I was looking at her, she was looking at flags, Russia, the USA, a mole I had forgotten on the back of her neck, Great Britain, France, that day on the island, she floating on the surface of the water.
Yugoslavia. And some people around us, silent nostalgics with frozen smiles and cell phones in the air, taking pictures of history, taking pictures of pictures. Comrade Marx, Comrade Stalin. I took my own phone from my pocket, one photo for Michael, but the battery was empty and the phone went black the second I unlocked it. I would have to remember the place the best I could, I thought, no help from technology. Not because of the stone giant frowning in the corner, nor the anti-fascist declaration of the people of Yugoslavia. I would have to remember it for her sake, for Layla. What if she too split apart into pieces of old rags with tiny stars and pale colors? She observed all that emptiness with a kind of disappointment, as if she had expected something. Something was supposed to be there. She had been excited before we got in. Her broken Internazionale, although she still hadn't learned how to whistle. The morning was dark, a bit less than the previous day, but still deprived of sunlight. Yet inside that building, circular white lamps hung, giving off neon light from a different time. The flags lay flaccid, free from rogue winds. Nothing could wave them anymore. She took the blue chewing gum, the size of a chestnut, out of her mouth and stuck it on the back of Tito's armchair. She gave me a look over her shoulder in order to make sure I had witnessed the transgression. Proud of her minute crime, she smiled crookedly, but something sneaked out from her face and gave her away. One Layla who couldn't care less, who proved her supremacy by sticking gum on historical artifacts, was overshadowed by a different one who wouldn't admit that she was disappointed. She had expected something. She came there for a reason. The answer was right under my nose, and it eluded me. I was there with her. Even those tourists had disappeared. Only the two of us and the big stone marshal who couldn't look us in the eye. Both of them exhausted, Layla and Josip. If you look closely, you can see his eye between two pieces of paprika. But there was nothing there. Just some dead words laughing at us from the walls. Long live our allies. I think maybe it's enough. I prepared more, but I always feel bad, like I'm monopolizing. Oh, so nice. Thank you so much. Thank you. Yeah. Thank you so much. From the first sentence to the last sentence, your novel is so meticulously built, and you have translated your novel into English by yourself. What made you, what brought you to do that? Well, there is this, as I was mentioning before, there is this firewall that women, especially young women in the Balkans, face, and that is that it's very hard for us to get through it and get out there. So I realized that if I wait for these gray-haired men to notice me and help me, nothing's going to happen. So instead of whining and victimizing myself, I'm going to sit down and do the work. And I was in Barcelona, and I decided I'm going to find an agent on my own, and I'm going to find a publisher on my own. Nobody speaks my language. And this is something you have to understand when you speak a so-called small language. You really are on the margin. And so I sat down and I just started doing that as a way out, really. I never thought the translation would be published. I thought people were a bit more professional and would get a real translator, and I was being an imposter. But my editor in Picador, she really liked the voice, and then she said, don't worry, we have a bunch of native speakers here and we can polish it up, but we want to use your translation. So so that's how it happened, yeah. But as you know, we have a common friend, and she told me she wanted to buy your book in Banja Luka, and there was no copy to buy there. They now all read your book there. Well, it's good to know, because in Banja Luka I am somewhat of a seen as a traitor, because we still have very strong Serbian nationalism there. I mean, we have a statue of Peter Handke in Banja Luka, which is just, it's just ridiculous for obviously non-literary reasons, whereas us writers from Banja Luka are completely ignored by
the officials, right? So, so I'm happy that at least there are some readers reading the book. Rebecca Zeinsinger's translation into German is highly praised. At the same time, it is quite clear that certain linguistic differences between Bosnian, Serbian, and Croatian cannot be translated properly, while in the original they mark linguistic varieties. How did you deal with this when you translated the text into English? Did you change things or did you rewrite passages? That's a great question. I mean, something is always lost in a translation, and I think speaking as somebody who has only translated this one thing, not a professional translator, you just have to accept it. And for me, it was important to get Sarah's voice in a different language, which she has been speaking for 12 years, so she's also English in a way. But there are things that were lost, and it just, it didn't really make sense to suddenly have somebody say Irish slang or or American. It would be really weird for two Bosnian women to speak that way. So I consciously decided to let that go and to showcase this question of identity and this kind of collage of especially Leila's identity in different ways. I did change a bit, and I have this the way I see texts is that they're these ever-changing organisms. I don't see things that I write as, you know, it's not the Bible or whatever, which also has changed so much. So I always change, and then I went back and forth, and even the new edition of the Bosnian novel has some, you know, very little changes, and then my editor just said, you have to just let go, it's okay, just... please write something else. Just stop changing. So I finally abandoned it. But yes, this is the closest it is. Yeah. Another interesting detail in your book is the change of names. Leila's and Armin's mother decides to change both the family name and the first names of her children because the names mark their origin as Muslim Bosnian family. Leila becomes Leila, Armin becomes Marko. It is the mother's attempt to protect her children, but at the same time she inflicts the greatest violence on them. How does changing the name influence the children's identities? Yes, that for me was the pivotal moment in the book, and this is something that really happened. I mean, I was 5 when the war started, so as a kid, you don't really get a lot of what's going on. But sometimes, precisely because you're a kid, you see things as sick and illogical, where adults see them as good or you know, justified. So I remember other children coming to school and telling us, "My name from today on is something else." And this is why I wanted to connect the book to Alice in Wonderland, because there was just something almost magical in that, but also, like, as a child you think you're not supposed to do that. And then adults tell you, just don't make any questions, mm-hmm. just from now on he is Marko. And then it wasn't until very later on that I realized what was actually going on, which is just massive ethnic cleansing of the Muslim population, while I had quite a privileged, happy childhood as a Serbian girl. So I decided that Leila, the friend of the narrator, would have this, that when she's 11, her name is changed. Just one little letter, but suddenly she has a different identity. And I mean, I don't blame the mother, because she's in survival mode. She's on her own with 2 kids. People are disappearing. People are murdered. And she's trying to save her children. But at the same time, it's this, I wanted to show that sometimes, you know, war stories are not so much about soldiers and bombs and all of these commonplace tropes that we are used to. Sometimes it's just, you know, you can see it much more in the language and in this such subtle violence that marks you forever, so that you are no longer ever able to answer the question of who you are. And this is what I wanted to do with her character as well, that until the end of the book she is kind of struggling with any sense of
of firm ground under her feet. The name Layla also has another quality. It means night and relates to the metaphorical darkness in the novel. But even when Layla's name changes, the darkness in the country remains. It is still there when Sarah returns after 12 years. What is your relation to former Yugoslavia today? Oh, that's a hard one. That's a hard one. It's so strange, you know, because for my generation, Yugoslavia is a story. Mm-hmm. It's a story. It's something that exists only in language, in words. And it's the story our parents tell us of this dreamland that was perfect. Of course it wasn't, but you know, it's easy to them, for them to tell us that. And then there's almost some sense of guilt for my generation, even though we had nothing to do with the breakout of that country, of that dream. There's almost this sense of guilt of not having experienced it and lived it. Mm. And still, it's the place that best describes us in a way. I mean, I myself, a Serbian girl born in Croatia, fleeing to Bosnia, I mean, it's so hard to explain where I'm from, but if I say Yugoslavia, it kind of covers it all. Mm-hmm. But I can no longer use that. It's like these words have been taken from us. And my generation is a post-generation. And we were talking a lot about hyphens in this festival. I really enjoyed previous panels. We are that hyphenated post-generation, and we are constantly defined by something that we didn't build and we didn't destroy. So I think as much as I do myself believe in the anti-fascist, you know, sentiment of my grandparents were, you know, outspoken communists and they believe in those values. At the same time, I know that nostalgia is a form of paralysis and my generation has to, you know, look forward and get out of that paralysis however we can. Let's not tell the audience what the rabbit is all about, but it is of course no coincidence that Dürer's young hair is printed on the cover of the German language edition, a picture that has been printed and reproduced more often than almost any other, and yet still poses riddles. And how did you get the idea to turn this particular painting into such an essential part of your book? Well, you know, everything kind of just clicked because I knew that I wanted my characters to end up in Vienna because of the historical and cultural connections that Bosnia has with Austria, with Austro-Hungarian Empire, and still there is that, you know, dream that the Bosnians have, the Austrian dream, not the American dream. It's this idea that it's the closest, you know, entry into Europe, and if you go there, you will make it, and your life will be perfect. And then they go there, and of course, they mostly work as, you know, these kind of lowest paid jobs, and they live in very, you know, closed off little Yugo bubbles. They're never fully accepted. So I wanted them to go to Vienna, and at the same time, I wanted to go the book to be this journey from something living to art, because in the first chapter there's a live bunny that dies and is buried, so there's a living organism, but then the narrative moves to a painted hair, something that is eternal, because at least mine, no, it's like relatively eternal, because it has been turned into art. And there's this question of responsibility of the artist. What do we do when we take something from life and we immortalize it? There's responsibility in that. What did Dürer do to that hair? Was there a hair? Did he kill it? Did he imagine it? Did he see it? What happened to it? And because this was the question, these were the questions that I was dealing with. What do I do with the suffering of these people in my country, which was not my suffering? How do I turn that into art? How do I immortalize that responsibly? So, you know, I had, okay, Vienna, here, art. I was like, oh, this is perfect. And then I started reading about this amazing painting and learned that it's not always on show, that it has to be protected, and it has to spend a lot of years in
in the dark. It has to be in the dark. So it just really made sense with all the themes that I was trying to cover in the book to kind of end the journey there. Spoiler. I always spoil my book. It's like, I have a special talent for that. They will read it, I'm sure, every one of them. Thank you so much, Lena. Thank you so much. Thank you. For your great book. Thank you for the lovely questions. Thank you. Als nächsten Gast dürfen wir Robert Brosser auf die Bühne bitten, schenken wir ihm gleich einen großen Applaus. Hallo Robert, schön, dass du heute hier bist. Schönen guten Abend, freut mich sehr, heute hier zu sein. Danke auch für die Einladung. Ja, bin gespannt. Robert ist in Alpbach im Tiroler Unterland geboren. Von dort aus bricht er immer wieder auf und begibt sich auf Reisen, sei es nach Bosnien, in den armenischen Kaukasus, nach Syrien, Westafrika, Indien oder Venezuela. Die Entscheidung, ernsthaft mit dem Schreiben zu beginnen, so habe ich zumindest in einem Presseartikel gelesen, ist dir in Urumqi im Osten von China in einem Hotel gekommen. Stimmt diese Geschichte? Musstest du von Tirol nach China reisen für diesen Entschluss? Stimmt leider tatsächlich, obwohl es sich einfach so, also es hört sich einfach nach einer sehr guten Geschichte an oder sehr, ja, gewissermaßen auch sehr klischeehaft, aber ist tatsächlich so passiert. Ich bin mehr oder weniger, wie soll man sagen, so als Künstler in der Hip-Hop und vor allem in der Graffiti-Szene groß geworden oder irgendwie sozialisiert worden. Das war dann auf einmal zu Ende, so gefühlsmäßig das Brain an ein Ende gekommen. Und das war so der Zeitpunkt, wo ich dann aber begonnen habe, sehr viel zu reisen, also als Backpacker. Und ich war dann, die erste längere Reise hat mich in die Mongolei und nach China geführt. Und in China dann eben in Xinjiang-Provinz, Urumqi, der Hauptstadt, dort habe ich einen Tadschiken kennengelernt, der war gerade dort, um ein Auto zu kaufen, weil es günstiger war. Und ich habe mich sehr gut mit ihm verstanden, sein älterer Herr, na, das damals so, also so ein wenig wie Großvater und Enkelsohn. Und er machte mir den Vorschlag, Robert, wir verstehen uns gut, komm doch mit mir nach Tadschikistan in mein Dorf. Wir würden Arbeit für dich finden und bestimmt auch ein Mädchen zum Heiraten. Da dachte ich mir damals, okay, vielleicht sollte man das wirklich machen. Also das wäre schon so dieses... So hätte ich mir, also mit 22, ja, 23, dachte, also ich wollte nicht heiraten, aber ich dachte mir, okay, das hört sich wirklich so nach einem wirklichen Abenteuer an. Und da gab es aber wirklich diesen Moment, wo ich mir dachte, hey, ich muss irgendwie wissen, wo soll es hingehen mit meinem Leben. Hip-Hop, Graffiti, das ist vorbei. Und dann kam wieder diese Idee, wie schon vor der Pubertät, vielleicht ist es das Schreiben. Also wirklich Literatur. Dann ganz blauäugig zurückgekommen nach Österreich und dachte ich mir, ich schreibe jetzt Gedichte und ich versuche das. Und das hat funktioniert. Genau. Jetzt bin ich hier. In jedem deiner bisherigen Bücher, vom Erstling Geister und Tattoos bis zum Roman Gema Habibi, aus dem wir später noch hören werden, nimmst du die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise und gehst zu Recherchezwecken auch selbst immer wieder auf Reisen. Wie wichtig ist es denn für dich, selbst vor Ort zu sein, um über einen spezifischen Raum zu schreiben? Gute Frage. Ich muss sagen, ist eigentlich für mich selbst immer wieder sehr erstaunlich wichtig. Also ich hätte es gern, eigentlich muss ich sagen, andersrum, dass es möglich wäre, rein mit der Fantasie zu arbeiten oder auch mit Sekundärliteratur. Also es ist auch letztes Jahr, ich hätte ein Romanprojekt in Arbeit gehabt, historisches Material. 1903 würde die Geschichte spielen, basiert auf wahren Begebenheiten, habe mich da versucht, dann wirklich auch einzulesen, einzuarbeiten, bin da dann aber wirklich gescheitert dran. Einfach auch aufgrund des Umstands, dass mir so dieser direkte Bezug ein wenig gefehlt hat, das auch nachzufragen, nachzuforschen, mit Menschen zu reden, vor allem sich die Orte anzuschauen und, wie soll man sagen, es in einer Art von, nicht nur in einer geistigen Art und Weise, sondern vor allem auch in einer körperlichen Art und Weise zu erfahren und wahrzunehmen. Also man muss es
das Thema. So ein historischer Stoff ist, spüren können, oder? Ja, genau. Mhm. Genau. Du hast 2017 mit Fantome einen Roman veröffentlicht, der wie Fang den Hasen auch am Balkan spielt und sich stark damit auseinandersetzt, welche Wunden politische Konflikte in Einzelbiografien brennen. Du hast dich auch sonst stark mit dem ex-jugoslawischen Raum auseinandergesetzt, warst zuletzt Herausgeber eines Dossiers in der Reihe Literatur und Kritik, wo du literarischen Stimmen aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens eine Stimme verliehen hast, Stimme gemäß. Heute sprechen wir aber über Gemma Habibi, deinen aktuellen Roman, der im Juli 2019 im Verlag Ullstein 5 erschienen ist. Es ist ein Roman, der drei Länder, wenn man so will, drei Welten miteinander verbindet, Kurdistan, Wien und Ghana. Lorenz, einer der Protagonisten, studiert in Wien Deutsch und Lehramt auf Deutsch auf Lehramt und Kultur- und Sozialanthropologie. Anfang 2011, also noch vor dem Krieg in Syrien, reist er nach Damaskus, wo er die Fotografin Elena und den syrischen Kurden Sain kennenlernt. Durch Sain kommt er in Berührung mit dem Boxsport. Zurück in Wien beginnt er dann selbst zu trainieren. Einige Jahre später flieht Sain dann vor dem IS über die Türkei nach Wien. Und dort treffen sich die zwei Protagonisten und die Protagonistin 2015, also auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise, wieder. Gemma Habibi ist ein Boxroman, aber auch ein Roman über unsere Gegenwart, über Flucht und Migration. Und er hat eben auch einen weiteren Erzählstrang, in dem Elena und Lorenz nach Ghana reisen. Die Figuren in deinem Buch reisen aus ganz unterschiedlichen Gründen. Sain gezwungenermaßen auf der Flucht vor dem Krieg und in der Hoffnung auf ein besseres, auf ein sicheres Leben. Lorenz hingegen macht sich freiwillig auf den Weg, aus dem Wohlstand heraus, auf der Suche nach einem Kick. Beide treffen sich dann im Boxring. Ist der Boxring ein Ort, an dem man nationale und soziale Unterschiede überwinden kann? Das war für mich eigentlich eine der anfänglichen Entscheidungen oder eigentlich die grundlegende Entscheidung, mich auch mit dem über das Boxen zu schreiben, also über diese Szene des Amateurboxens, Amateurboxsports in Österreich, weil ich den Eindruck hatte, dass sich dadurch sehr viel erzählen lässt. Also alle so die Probleme, Konfrontationen, auch Schwierigkeiten, die unsere Gesellschaft so im Großen betreffen, die werden im Kleinen auch im Boxclub durchgespielt. Mhm. Also die Handlung ist ja im Herbst 2015 angesetzt. Da hat sich auch im Sport, im Boxclub, überhaupt im Kampfsport sehr viel getan, nachdem viele aus dem arabischen Raum hergekommen sind. Und ich glaube, Kampfsport hat sich da wahnsinnig angeboten, um Halt zu finden. Also es lässt sich sehr einfach damit anfangen. Man geht rein in ein Dojo, in ein Gym und kann mittrainieren. Also ich glaube, es ist viel niederschwelliger zum Beispiel als andere Sportarten, als Fußball zum Beispiel. Und wenn man das ein wenig mitverfolgt, ich fand das ganz spannend, also dass eigentlich auf einem sehr handfesten Level so alltägliche Probleme oder der Integration verhandelt werden, des Miteinanders. Also zum Beispiel sehr viele aus dem mit muslimischen Glauben, die dann trainieren. Einerseits ist das sehr gut, leben an sich gesünder, diese Jugendlichen, rauchen weniger, trinken weniger, was sehr gut ist für den Sport. Dann halten die aber zum Beispiel Ramadan ein. Was macht man da als Trainer? Also wenn das jemand fastet, gerade in der Zeit der Turniere, was wiederum sehr, sehr schwierig ist, also dass man den fit bekommt für einen Zweikampf. Also gerade diese Arten, also dass man sich eigentlich mit ganz alltäglichen Problemen beschäftigen muss und versuchen muss, so als kleine Szene, als kleine Gruppe ein Auseinanderkommen zu finden, ein Miteinander. Das fand ich eigentlich sehr, sehr, sehr ansprechend. Man muss ja dazu sagen, für deine Recherchen für Gemma Habibi hast du nicht nur recherchiert im Boxring, sondern du trainierst auch selber. Und was hat dich denn zu deinem Werk inspiriert? Also ich muss sagen, ich mache es hobbymäßig sehr, sehr, sehr gern. Also ich habe mit Thai-Boxen begonnen, bin dann irgendwie von vor Jahren dann ins klassische Boxen gewechselt. Und da war eigentlich schon von Anfang immer schon so dieser Gedanke, okay, wie ließe sich auch davon erzählen? Von dieser Szene, auch was im Ring passiert, ob es möglich wäre, eine Sprache dafür zu finden,
was während des Kampfes geschieht, so im Denken und im Körper. Das war das eine. Und das andere, was mich schon sehr gereizt hat, war, dass es extrem klischeebehaftet ist, die ganze Sache. Also das Boxen an sich, so als Sport, also nach außen wirkt es so, als würde es so wirklich um eine übertriebene Art der Männlichkeit gehen. Also, dass es sehr gewalttätig ist und so dieses aufgeblasene Egos, die aufeinandertreffen. Das ist das eine große Klischee. Das andere ist, auch wenn man, es boxen sehr viele Afghanen und Tschetschenen, die gerade in Österreich wirklich dann so seit 2015 vor allem als das Feindbild gelten, irgendwie so als die bösen Ausländer. Und dann trainieren die auch noch Kampfsport. Also so nach außen hat das ganz einen gewissen schlechten Ruf. Und dann aber zu zeigen, dass das ganz anders ist, dass da andere Schicksale dahinter stecken, dass es auch im Boxen um ganz, ganz was anderes geht. Das war so der Ansatz und, so wie soll man sagen, so gegenläufig, wenn man über Boxen schreibt, so eine Position einzunehmen, die von der Niederlage erzählt oder aus einer Position der Niederlage heraus, also einer Position des Schmerzes oder auch, wie soll man sagen, der Demut hervor. Der Romantitel vereint viele Gegensätze, die auch inhaltlich behandelt werden. Das Wienerische trifft auf das Arabische, Brutalität auf Zärtlichkeit. 2020 haben wir schon einmal in unserem Podcast über Gemma Habibi gesprochen und ich weiß, dass eine Geschichte hinter dem Titel steckt, deswegen würdest du die nochmal erzählen. Also jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert. Mein Titel war Licht in der Distanz. Nachdem es ums Boxen geht, wo die Distanz oder die Entfernung, die Nähe zum Gegner, Halbdistanz oder Langdistanz recht wichtig ist. Und es geht auch sehr viel ums Reisen, um diese Entfernung, also auch immer so dieser Glaube, man könnte ein Ziel erreichen oder irgendwo ankommen. Dachte mir, okay, das passt als Titel. Damals mein Verleger in Berlin, ich war dann in Berlin beim Verlag, meinte so, Robert, also der Titel, das geht gar nicht. Wir bräuchten etwas anderes, was ein bisschen fetziger ist, so, weißt, was vielleicht so mehr Leute anspricht, als wie Licht in der Distanz. Und meinte, er hätte eine Idee, dachte ich mir schon, oh je. Wenn der Verleger sagt, er hat eine Idee, dann bin ich mal gespannt, was kommt. Meinte er, Gemma Habibi, es wird im ersten Kapitel, wird so der Ich-Erzähler angesprochen, wo ich mir da dachte, okay, Gemma Habibi, das hört sich ja ein wenig nach Kebabstand an oder so. Ich weiß nicht, ob ich da so glücklich damit bin. Man sieht, das Buch heißt immer noch so. Der Verleger, die Marketingabteilung haben sich dann durchgesetzt. Mittlerweile habe ich schon auch so meinen Frieden damit gemacht. Ich finde es eigentlich einen passenden Titel, wie du gemeint hast, dass es eigentlich viel vereint. Also gerade den österreichischen Slang, das Arabische, das ist auch etwas, was die Kampfsportszene ausmacht. Also gerade auch diese enorme sprachliche Vielfalt, sei es serbokroatisch oder türkisch oder russisch, deutsch, italienisch, also dass man hört alles, wenn man in einen Club reingeht, mit ihrer jeweils eigenen Sprachmelodie, eigenen Rhythmik. Und wie soll man sagen, das ist eigentlich so dieses Hintergrundrauschen oder dieser Rhythmus, der auch das Boxen ausmacht, die Szene. Großartiger Titel auf jeden Fall, finde ich. Ah, euch gefällt ja gut. Bin mal froh. In deinen Büchern geht es ja immer wieder um Grenzerfahrungen. Einerseits um das Überschreiten von Ländergrenzen, aber auch um körperliche und psychische Grenzerfahrungen, sei es in der Graffiti-Szene, in Fantome oder auch eben beim Boxen. In beiden Fällen greifst du, wie wir schon gehört haben, auf persönliche Erfahrung zurück. Nun waren Reisen in den letzten 2 Jahren lange gar nicht, dann nur sehr eingeschränkt möglich und auch sonst haben die verschiedenen Lockdowns die Möglichkeiten der Grenzerfahrungen stark eingeschränkt. Wie hat sich denn das auf dein Schreiben, auf deine literarische Produktivität ausgewirkt, dass du plötzlich für längere Zeit an einem Ort warst? Ja, ich muss sagen, also ich würde jetzt sagen, eigentlich ziemlich gut, nachdem dieses eine Projekt, die historische Geschichte verschwunden ist und ich durchwegs dann in Tirol war, in Alpbach, also im Tiroler Unterland, zum ersten Mal derartig lange, also ich glaube, ich war seit der Matura nicht mehr durchgängig so viel im Dorf, habe ich dann mit einem Projekt begonnen. Also die Idee hatte ich irgendwie schon lange, also über Tirol zu schreiben, über ein Dorf in Tirol, eigentlich Alpbach, fiktiv, aber es liegt höher in der Geschichte.
Das ist, weil wir jetzt davor auch bei Elisa und Lana von Identität gehört haben, also es beschäftigt sich sehr stark, wie soll man sagen, mit dieser kranken Identität oder dieser falschen Identität, die man in Tirol findet, in einem, also in diesem touristischen Tirol. Ich glaube, also jetzt auch im Hinblick auf das Festivalsthema, ist das eine Frage, die mich sehr beschäftigt, also Reiseroute, aber wie sieht es am Ziel aus, an der Destination, Reisen, also wenn man es touristisch begreift, was macht das mit diesen Orten? Es macht sehr viel mit diesen Orten, es macht auch sehr viel Schlechtes mit diesen Orten, also kann das in Altbach, kann man das auch sehr schön sehen, vor allem wie es die Identität verändert oder wie es die Identität auflöst und man versucht immer noch so diese Art von Bauerntum zu leben oder Naturverbundenheit oder widerständigen Geist, was es nicht alles für Stereotype gibt, die so um Tirol kreisen und das ist halt einfach alles nicht mehr wahr. Es gibt diese Tourismusindustrie und das ist alles extrem ausgehöhlt worden, wobei sich natürlich die Frage stellt, was könnte dann eine gegenwärtige, vom Tourismus losgelöste Identität sein als Tiroler, als Tirolerin? Das wüsste ich jetzt auch nicht, aber vielleicht weiß ich es dann, wenn das Buch fertig ist, im besten Fall. Aber auf jeden Fall geht es halt auch, ist das jetzt eine Frage, die mich sehr beschäftigt. So diese Schattenseiten der touristischen Gegenwart in Tirol und ja, was das mit Menschen macht und wie manche versuchen, da abseits davon, dieser Industrie des Tourismus oder abseits davon, dass man sie immer zu einem anderen verhalten muss, zum Urlauber, zur Urlauberin, also dass man immer dieses bestimmte Bild abgeben will auch, weil man damit verdient, was gibt es da noch für andere Taktiken, für andere Lebensentwürfe? Also. Die Spannung ist jetzt natürlich hoch, du musst recht rasch mit deinem neuen Roman fertig werden, wir freuen uns schon alle drauf. Sagen wir so, der Arbeitstitel ist Vom Verschwinden in Lawinen und ich bin schon sehr gespannt, ob der Titel bleiben wird. Wenn du auf Reisen gehst, tust du das schon mit einer Geschichte im Hinterkopf oder schaust du, was das Reisen dir an Geschichten bietet? Gemma Habibi ist auch so eine Art Abrechnung mit dem Backpacker-Lifestyle. Es war mir eine Zeit lang, war mir das sehr, sehr wichtig, also mit gerade eben dieses Unterwegssein. Man hat das Flugticket oder das Zugticket und irgendwohin und man schaut, was passiert. Vor dem irgendwie habe ich dann irgendwann mit der Zeit versucht, mich abzuwenden und eine Art von, wie soll man sagen, orientierteren Reisen oder Unterwegssein zu finden. Also das heißt, mittlerweile ist es so, dass ich schon diese Textidee habe oder weiß, in welche Richtung es gehen soll und für die Recherche dann eigentlich unterwegs bin. Also schon versuche einfach davor schon Kontakte zu finden, Interviewtermine auszumachen oder schon weiß, okay, ich will zu diesen und diesen Orten hin, um bestimmten Fährten nachzugehen. Immer aber auch mit dem Vertrauen darauf, dass es dann vor Ort sich Neues ergibt. Neue Kontakte, auch neue Ideen vor allem auch, was den Text betrifft, neue Anstöße. Wir freuen uns jetzt sehr auf deine Lesung, Robert. Danke. Würdest du für uns lesen? Sehr gern. Ich werde ein paar Passagen aus Gemma Habibi vortragen, aus verschiedenen Kapiteln zusammengestellt, aber ich glaube, es ergibt für sich eine kleine Geschichte, die für sich selbst stehen kann. Nachdem diese Sessel sind wahnsinnig angenehm, aber ein wenig zu angenehm fürs Vortragen, deswegen würde ich nur aufstehen. Links, rechts. Simon bandagiert meine Hände, führt das schwarze Band abwechselnd ums Gelenk und zwischen den Fingern hindurch, fest genug, um Schutz zu sein für die Knochen unter der Haut. Langsam, gewissenhaft, hält seine Augen auf meine linke, meine rechte. Ich weiß, dass in seinem Blick eine besondere Zärtlichkeit liegt. Er tippt mir auf die Schulter und zur Antwort forme ich eine Faust. Es ist ein stummer, einzig aus Berührung bestehender Dialog. Er kontrolliert sein Werk, blickt hoch. Keine Zuneigung mehr in seinen Augen, nur Kalkül. Mit diesen Augen wird er gleich in der Ecke stehen. Du machst ihn fertig. Kein Problem, sagt er und zieht meinen Kopf zu sich, Stirn an Stirn. Er sagt, du hast Herz,
Junge, alter Boxer, sprich. Dein Herz, mein Herz. Vor jedem Kampf eine Anrufung dieses besonderen Organs, Metapher für Willen oder Irrsinn, was auch immer dich selbst gegen einen übermächtigen Gegner durchhalten lässt, eine Litanei, die in jeder Umkleide, jede Mehrzweckhalle millionenfach geflüstert oder rausposaunt wurde, vor jedem Fight, der je zwischen hier und Kapstadt oder Reykjavik stattgefunden hat. Der Raum ist erfüllt von den zischenden Atemstößen schattenboxender Gestalten. Österreichische Staatsmeisterschaft 2015, Finaltag. Aus dem Saal dringt Geschrei. Wegen eines Kos vielleicht, dessen Anblick das Publikum von den Plätzen gerissen hat. Alle horchen auf. Auch Simon hält inne, sagt, Christine ist gerade dran. Als ich zu boxen anfing, bläute sie mir das Wichtigste ein, mich bei einem Angriff nicht wegzudrehen, die Faust am Gesicht zu halten und ständig die Augen auf den Gegner. In ihrer ruhigen Art wies sie mich auf jeden schlampigen Schlag oder Schritt hin. Und als ich sie das erste Mal bei einem Turnier sah, überraschte mich die jagende, halsbrecherische Kampfweise, die sie innerhalb der Seile zeigte. Hoffentlich bedeutet das Schreien nicht, dass sie am Boden liegt. Jemand fährt mir von hinten durch die Haare. Es ist Z, ganz aufgeregt. Mann, zeig, wie gut du bist. Z kann nicht ruhig bleiben, keine Chance, nicht jetzt, nicht, wenn er selbst unbedingt in den Ring will. Er läuft Idris entgegen, ruft, Bruder, ich wäre heiß auf die Show. Idris hat Kopfhörer auf, bekommt nichts mit, sein Oberkörper wippt, seine Fäuste deuten Schläge an. Simon sieht Z nach, sagt, der ist wie ein junger Hund. Uns alle verbindet eine seltsame Art der Freundschaft mit dem tschetschenischstämmigen Lehrling Idris, mit der Polizistin Christine, die unbedingt weg vom Streifendienst hin zur Wega will, und dem syrischen Kurden Zain, genannt Z. Teile ich die Vorbereitungen, die Fahrten zu den Turnieren, die Aufregung. Wir feiern Siege, wir bedrauern Niederlagen, wir sind, glaube ich, eine eingeschworene Gruppe. Aber bei der letzten Vereinsfeier wurde im Hof des Boxclubs Lamm gegrillt. Die Mutter von Idris brachte Salat, er selbst hat einen Klassenkameraden und dessen Freundin eingeladen. Er holte einen Teller, sie sahen sich an, er wurde rot. Das Mädchen kicherte, Idris eilte zurück zum Grill. Die Nervosität, die er zeigte, passte nicht zu Idris, wie ich ihn kannte, aber wie gut kenne ich ihn eigentlich? Die Freundschaften, die im Boxclub entstehen, wirken selten darüber hinaus. Sie existieren im Ring, in den Umkleidekabinen, überall dort, wohin der Sport uns führt. Es war offensichtlich, dass das Mädchen in Wahrheit seine Freundin war, der Kassenkollege einfach nur als Alibi vor der Mutter diente. Mit Fingerspitzen schmiert Simon Vaseline auf meine Stirn, die Augenbrauen, das Nasenbein. Die mit einem tausendstel Adrenalin versetzte Salbe hilft, allfällige Blutungen zu stillen. Bleib in Bewegung, sagt er, ich hol dir was zu trinken. Ich spiele und schlag die Playlist durch, beispielsweise Chap, rechts auf den Solar Plexus, linke Haken, abtauchen nach links und gerade links rechts und das zu Psycho Killer von Talking Heads. Simon hatte mir den Zettel zugesteckt, darauf notiert mehrere Varianten, jeweils ein Lied samt Schlagfolge. Beispielsweise erstens Tanze Samba mit mir von Tony Holiday. Tanze Samba mit mir, tanze Samba die ganze Nacht, tanze Samba mit mir. Chap, punch, chap, chap, punch, weil der Samba uns glücklich macht. Liebe, Liebe, Liebelei. Leber, Milz, Appa. Täglich mehrere Durchgänge, erst Schattenboxen, danach nur im Kopf. Ich hatte den Zettel überflogen. Variante 5 an der schönen blauen Donau von Johann Strauss. Ernsthaft, fragte ich. Muss das sein? Sowas kennst du seit deiner Kindheit, erwiderte Simon, ob du willst oder nicht. Walzer hast du im Blut, schlag auf den dritten Takt hart zu. Hab mal einen Armenier trainiert, erzählte er, dem ich die Schlagfolgen anhand der neuen deutschen Welle beibringen wollte. Funktionierte überhaupt nicht. Ich kam nicht drauf, woran es lag, bis ich bemerkte, dass sein härtester Schlag immer auf den zweiten Takt gesetzt war. Er hatte ein anderes Taktgefühl, klar, war ja in Armenien mit anderer Musik aufgewachsen und ich musste meine Vorgaben an Rhythmen wie Kachadurians Säbeltanz anpassen. Vor nicht ganz 2 Monaten gingen Zain und ich zur letzten großen Demo. Der Marsch zählte mehr als 100.000 und am Banner von Refugees Welcome die Maria Hilfer hinab zur Ringstraße zum Parlament.
um uns Plakate. Europa ohne Mauern, per Megafon postulierte Forderungen, es ist genug für alle da. Ein Schlauchboot wurde vorbeigetragen, daran die Aufschrift, keine Toten im Mittelmeer. Warst du auch auf so einem, fragte ich. Nein, erwiderte er, mein zwar kleiner. Je mehr du bezahlst, umso sicherer fließt du, hatte er mir erklärt. Alles dreht sich ums Geld, im Meer trinken die, die sich keinen Platz auf einem tauglichen Schiff leisten können, Leute wie er. Ein junger Typ hatte auf die entfernte, in der Abenddämmerung klar sichtbare Insel gedeutet und ihnen erklärt, dass sie darauf zuhalten sollten, bei ruhigem Seegang werde es eine sichere Überfahrt. Spät nachts war von Lesbos nichts mehr zu erkennen, doch weit über schwarze Wasser verstreut leuchteten winzige Punkte, Lichter weiterer Kähne, die auf die Inselküste zusteuerten. Doch Sirren des Motors horchte Z auf der Schwappen der Wellen, registrierte nervös jeden stärkeren Schlag, der das Boot ins Wanken brachte. Er wusste um die Geschichten von gekenterten Schiffen, von Menschen, die auf diesen schmalen Streifen Meer gestorben waren. Aber wenn du am türkischen Ufer stehst und siehst, wie nah Europa ist, sagte er, dann vergisst du alle Bedenken. Wir gingen mit bis zum Heldenplatz. Zum Abschluss fanden dort Konzerte statt. Campino von den Toten Hosen rief, Wien, du bist unglaublich. Eine Schweigenote wurde für die bisher auf der Flucht Umgekommenen abgehalten. Durch eine von 100.000 Menschen erschaffene Stille schob ich mich auf den hohen Zaun zu, der den Heldenplatz von der Ringstraße trennt. Ich zog mich daran in die Höhe, um das Lichtermeer der erhobenen Smartphones zu fotografieren. Wie ich die Menge zu überblicken versuchte, die den Heldenplatz bis zur Konzertbühne füllte, wurde mir erstmals bewusst, wie wenig ich von der Euphorie mitbekam, die Wien seit dem Eintreffen der Großteil syrischen Flüchtlinge ergriffen hatte. Als Boxen nahm ich viel zu sehr in Anspruch. Die Vorbereitung auf die Staatsmeisterschaft war eine Herausforderung, ein großartiger Lauf. Es wäre bisher nur ein Punkt. Ein winziger Teil meines Innersten lebendig gewesen, wurde mir jetzt erstmals bewusst, einen Körper zu besitzen und diesen bis in die Haarspitzen auszufüllen. Nicht irgendeinen Körper, sondern den richtigen. Anders wollte und will ich nicht sein. 1,84, 75 Kilo. Ich bin flink und nütz. Wumm! In einer unerwartet explosiven Aktion die Lücke in der Deckung eines Gegners. Bereits damals befand ich mich in einem Zustand knapp vom Zerreißen. Ein Zustand, in dem alles möglich schien. Quer durch den Raum Simons Stimme. Lorenz, es geht los. Er folgt mir in den Kellergang, am Ende des Flurs die Metalltür. Nichts ist heftiger als das, sagte Z, als wir mal darüber sprachen, was für uns am Boxen das Einmalige, das Unübertreffliche, das Allerbeste ist. Nichts ist heftiger, als zuzugehen auf dieses Schreien und Stampfen. Und die Metalltür vibriert vom Bass eines Lieds und ein Security drückt die Klinke und der Lärm wird zu Applaus und aus dem Wummern ein Klassiker von Wu-Tang, Cash rules everything around me, Cream. Vor mir die Halle. Mit Sprossenwänden, Basketballkörben, Spielfeldmarkierungen auf den Rängen verstreut die Zuschauer. Im Gegensatz zu Z stört mich das Treiben um den Ring, aber mich fasziniert, was innerhalb der Halle passieren wird. Ich treffe auf einen, den ich nicht kenne, dem ich höchstwahrscheinlich nie wieder begegne und für drei Runden wird er das einzig Bedeutsame sein. Z hielt mich für verrückt, als ich ihm erklärte, dass ich am liebsten ohne Publikum boxen würde. Nur der Ring und der Gegner, aber kein Johlen und Klatschen und Pfeifen, keine Zeltfestatmosphäre, nur das Wesentliche. Zwei Typen, einer rot gekleidet, der andere blau, links oder rechts, Sieg oder Niederlage, ein simples System, das eindeutig klärt, auf welchem Level du kämpfst. Ich halte den Blick unten auf meine Schulter, Simons Hand. Sein fester Griff versichert mir, dass er bei mir ist, wie wir die Stufen hoch zum Ring nehmen. Simon spannt die Seile und ich gleite ihn durch, lasse die Dreifaltigkeit los, Jab, Cross, Hook, 1, 2, 3. Ich versuche, alle Bedenken zu verdrängen, die Ängste, die um eine vorschnell erlittene Niederlage kreisen. Ein Titel wartet, ein Titel wartet, ein Titel wartet. Ich spule die Karriere ab, die mit einem Sieg nur möglich wird, so irre es klingt. Ich bei Olympia, ich bei der Europameisterschaft, ich bei der Weltmeisterschaft. In meinen Händen ist alles drin, was sich ausmacht, alles, was ich sein will, ich in meiner besten Version. Die Geschwindigkeit und die Wucht und die Konzentration und alles so unwiderstehlich. Im Ring existiert ein besonderer Sog. Als würde ich in einen Fluss springen, der mich auf die Kante eines Wasserfalls zuschleudert, durch Strom schnell gegen Steinbrocken, ein Untertauchen, ein Fortreißen, bis ich mich ans Ufer retten kann und weiß, dass ich diesen Wirbel unbedingt wieder erleben will. Es geht nie nur um den Kampf und um den Gegner, um den Sieg oder um die Niederlage, sondern vor allem geht es darum, diese unwiderstehlich rasende Kraft zu erschaffen. Danke fürs Zuhören.
Vielen Dank, Robert, für diese Performance. An dieser Stelle auch danke an Lana und danke an Elisa. Wir wissen alle, dass ab übermorgen nicht mehr so wie heute zusammenkommen können. Es ist für zumindest 3 Wochen. Es ist also jetzt der ideale Zeitpunkt, sich mit Büchern einzudecken hinten am Büchertisch. Und wir würden vorschlagen, mit den 3 Vorgestellten oder empfehlen mit den 3 Vorgestellten. Und es gibt hinten auch Informationen dazu, wo man unseren Podcast hören kann. Und wir danken Ihnen recht herzlich für diesen gemeinsamen Samstagabend heute. Dankeschön. Applaus